Jesus, wir lieben deinen Namen und wir lieben, was du tust. Freunde, ist es nicht wunderbar, ist es nicht so gewaltig zu sehen, wo hier Versöhnung passiert, wo hier Herz zu Herz findet. Ich möchte jetzt anknüpfen an dem, was ich heute Morgen gesagt habe. Ganz kurz eine kurze Zusammenfassung nochmal oder Wiederholung von dem, was ich heute Morgen gesagt habe. Ganz easy. Ich habe diesen Vortrag genannt, der Masterplan. Was ist Gottes große Strategie, Gottes großer Plan hinter dem, was wir sehen? Und ich bin davon ausgegangen, dass das Reich Gottes von Jesus verkündet wurde, dass dieses Reich Gottes als Herolde zu verkünden seiner Kirche, seiner Gemeinde anvertraut wurde. Das war so der erste Teil. Davon gesprochen, dass dieses Reich Gottes mit eigenen Werten und Ressourcen kommt. Dass es mit einer Befähigung kommt, nicht nur mit Ideen. Dass es nur durch Kapitulation zugänglich wird. Also durch ein Scheitern vor Gott, dass es einen offensiven Fokus hat, als es sich ausbreiten möchte und dass es von der Kraft des furchtlosen Wortes lebt. Ich habe dann auch 4 Schwierigkeiten, 4 Herausforderungen, 4 Arbeitsfelder, 4 Bereiche in unserer Gesellschaft zu identifizieren versucht, von denen ich glaube, dass sie in den nächsten 10 Jahren in Europa mit größerer Dramatik eine Rolle spielen werden. Ich habe genannt aggressive Säkularisation, ich habe Bindungsstörung genannt, ich habe das System des Islam genannt, nicht die Menschen, die Muslime oder die Leute, die hier willkommen sind, sondern ein System, das bestimmte negative Dinge regelmäßig hervorbringen kann. Und ich habe schließlich politische Erschütterungen genannt. All diese Dinge sind nichts, wofür wir Angst haben müssen und sagen, oh je, jetzt geht alles kaputt, sondern wir müssen klar erkennen, das sind Herausforderungen in der Zukunft, auf die wir als Christen, als Kirche Jesu Christi, als Braut Christi, mit hoffnungsvollem, aber auch mit nüchternem Geist zugehen sollten. Ich habe dann im Anschließenden 5 Säulen versucht zu identifizieren. 5 Säulen einer Erneuerung. Wenn wir beten, Herr, mache alles neu. Wenn wir beten, Herr, verleihe deinem Volk, verleihe deiner Kirche wieder jene Fruchtbarkeit und Durchschlagskraft, von der du eigentlich träumst, dann denke ich an 5 Bereiche, an denen sich das manifestiert. 5 Bereiche, von denen ich glaube, wenn die in Europa durchgehen, wenn die sich in Europa verändern, dann sehen wir eine massive Veränderung. Das Erste, was relativ offensichtlich für die meisten von euch ist, ist eine Kultur des Gebetes. Wir haben keine Kultur des Gebetes. Wenn du in die Kirchen, in die Gemeinden und die unterschiedlichen Konfessionen geben sich da wenig. Wenn du umherfährst, du erkennst in der Regel kein tiefes Gebetsleben. Keine Überzeugung der Notwendigkeit des Gebetes. Das sollte sich und das wird sich meines Erachtens auch ändern. Das Zweite, was sich ändern wird und ändern darf, ist ein Fokus auf Evangelisation, auf Verkündigung des Wortes, dass wir aufhören, nur zu verteidigen und dass wir hinausgehen und dem Heiligen Geist zutrauen, die Worte Jesu durch Zeichen und Wunder zu bekräftigen. Der Herr tut das auch jetzt schon, er tut es in unserer Mitte. Ich habe erst heute Mittag mit dem Leiter des Gebetshauses in Salzburg gesprochen, die einen starken Dienst unter Amen haben. Und sie haben Gebetsraum und dann haben sie eine Amenküche und irgendeine Frau, die kaum Deutsch spricht. Sie haben mir angeboten, für sie zu beten, eine Obdachlose. Und sie haben mir die Hand aufgelegt und sie hat nachher gesagt, das ist gut, das ist gut. Ich immer Kopfweh, ganzes Leben Kopfweh. Jetzt
seit Tage, Kopf weg, das ist gut. Ja, und dann haben sie für einen gebetet, der hatte irgendwie in der Galle was und dem haben sie die Hand aufgelegt, so auf die Schulter gebetet und dann hat er gesagt, oh, hier heiß, oh, gut. Ja, weißt schon, die sind nicht christlich sozialisiert, die wissen gar nicht, dass es normal ist, dass es irgendwie heiß ist, wenn Gott was tut. Okay? Der Herr bezeugt sein Wort mit Zeichen und Wundern und wir müssen keine Angst haben, ob er das heute noch kann. Natürlich kann er das heute noch genauso. Das Dritte, was wir brauchen, darüber habe ich vorgestern Abend gesprochen und ich lade euch ein, dafür zu beten. Eine Erneuerung in der Theologie, in der Lehre, in der Verkündigung und zwar schwerpunktmäßig eine, die die Furcht des Herrn, die Majestät Gottes, die Herrlichkeit und Schönheit Gottes neu zum Gegenstand der Verkündigung macht. Ich träume davon, Theologen und Priester und Bischöfe und Pastoren zu hören, die Europa füllen mit einer Botschaft von der Herrlichkeit und der Schönheit und der Majestät des Löwen und des Lammes. Darum möchte ich beten. Das Fünfte, bevor ich dann aufs Vierte zurückspringe, das Fünfte ist, ich glaube, dass der Herr uns übernatürliche Strategien geben möchte für Gesellschaftsbereiche. Freunde, ich war vor etlichen Wochen auf einem Treffen, wo sich Leute getroffen haben, die auf der politischen Ebene agieren. Ich kann nicht zu viele Details darüber sagen, aber auf der Ebene der Europäischen Union. Und ich habe so ermutigende Sachen gehört. Vor einem guten Jahr, ich muss diese Geschichte erzählen, die ist einfach so gut. Vor über einem Jahr, im Dezember, war im Europäischen Parlament eine Abstimmung über einen bestimmten Report, über einen Bericht. Und es war der sogenannte Estrella Report. Und der Estrella Report sah vor, dass das Europäische Parlament in einem Schlag sehr, sehr, sehr viele Wünsche der ganzen Genderpolitik übernimmt. Also das war praktisch eine Sammlung von Sachen, da war die Rede von einem Recht auf Abtreibung, da war die Rede von Hinweis auf unterschiedlichste Sexualpraktiken, dass das in die Lehrpläne soll und so weiter europaweit. Eine ganze Menge von sehr, 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 sehr schlechten und gefährlichen Dingen. Und es gab eine Riesenkampagne von Christen gegen diesen Estrella-Report und trotzdem, trotz monatelangen Arbeiten und Tun, sah es so aus, als würde die Fraktion, die für diesen Report war, gewinnen. Ich habe mit der Frau gesprochen, die diese Aktion, diese Anti-Aktion geleitet hat und ich habe es am Bildschirm verfolgt. Wir haben Beter mobilisiert überall. Wir haben im Gebetshaus direkt in dem Moment gebetet. Und ich habe die Abstimmung gesehen im EU-Parlament. Die Stimme war irgendwie, ich weiß nicht genau, wie viele es waren, 354 zu 350 wurde es abgelehnt. Und in dem Moment, als das Abstimmungsergebnis da war, sind tumultähnliche Szenen im Europaparlament ausgebrochen. Leute haben angefangen zu schreien. Diese Wut war auf den Gesichtern erkenntlich. Diese Frau, die den Report verfasst hat, die Estrella, ist wütend geworden, hat gesagt, ich verlange, dass mein Name von der Abstimmungsliste gestrichen wird. Dieser Tag ist eine Schande für die Europäische Union. Was ich nicht wusste, war, dass bei dieser Abstimmung die Abstimmungsmaschinen ein bisschen kompliziert zu bedienen waren und einige Abgeordneten versehentlich das Falsche geklickt haben. Und jetzt kommt, und alle Stimmen, die für die Ablehnung des Estrella Reports, was sie mehr waren, diese vier oder fünf Stimmen, waren alles Fehlstimmen. Sogar einer der stärksten Befürworter von der Gender Agenda hat versehentlich falsch gestimmt und
hat sich furchtbar geärgert. Die haben dann verlangt, dass die Wahl wiederholt wird. Aber nach dem gültigen Wahlrecht war diese Wahl gültig und ging deshalb durch. Und diese Frau, ja, und diese Frau, die so politisch aktiv war über Monate, hat gesagt, als sie das sah am Bildschirm, konnte sie nur noch weinen, weil sie wusste, sie hat die Hand Gottes gesehen. Und sie hat zu mir gesagt, Johannes, ich habe gesehen, dass alle politische Arbeit, die wir tun, im Letzten nur so weit reicht und dass wir übernatürliches Eingreifen brauchen. Und wir haben es gesehen. Und ich habe es deutlich gespürt in diesem Dezember 2013. Das war die erste richtig große, massive Niederlage im Europaparlament für diese Fraktion seit langem. Und ich habe gespürt im Geist, es ist ein neuer Tag für Europa. Ja, es ist ein neuer Tag für Europa. Der Wind fängt an, sich zu drehen. Gott tut etwas Neues. Okay? Und was wir dann gesehen haben, verschiedene andere weitere Dinge, die in diesem Jahr noch passiert sind. Der Herr tut etwas Neues in Europa. Wir brauchen keine Angst haben. Wir brauchen keine Anti-Bewegung gegen irgendwas sein. Wir dürfen beten, dass das Reich Gottes, dass das Reich von Gerechtigkeit und Liebe und Frieden zunimmt auf allen Ebenen. Wir dürfen da hineingehen. Wir dürfen mutig darum beten. Ich möchte jetzt aber auf diesen vierten Punkt eingehen. Und zwar, ich habe vorher gesagt, dass es unglaublich ist, dass vor 100 Jahren wir, die wir hier versammelt sind, aufeinander geschossen hätten. Ihr Lieben, es gibt eines der Geheimnisse im Reich Gottes, das mit dem Thema Einheit zu tun hat. Ihr Lieben, Jesus bezeichnet seine Gemeinde als Braut. Aber über Jesus solltest du wissen, dass er monogam ist. Das bedeutet, er hat nicht viele Bräute, sondern hat eine Braut. Und für Jesus ist es ein Ärgernis, ein Leid, ein Schmerz, ein Anlass zur Trauer, dass wir so uneins sind. Und da müssen wir gar nicht auf die anderen deuten, auf die Kirchenfürsten, die sie nicht vertragen. Nein. Wir können schauen auf die Arroganz, auf die Vorurteile, auf die Überheblichkeit in unserem eigenen Herzen. Diese Wende der Überheblichkeit und diese Wende der Uneinigkeit ist etwas, was Segen real verhindert. Das bedeutet, wenn wir beten um eine Erneuerung, wenn wir beten um eine Veränderung in unserem Kontinent, dann ist das eine der entscheidenden Meilensteine, um die wir beten wollen. Ich möchte euch einen Psalm dazu vorlesen. Seit Wochen bekomme ich im Gebet diesen Psalm. Es hat mich total bewegt. Vor einer Woche war ich in den USA und auf einem Treffen mit Alan Hood zusammen. Und er steht auf und liest vor aus diesem Psalm. Und es war der Psalm, den ich seit Wochen auf dem Herzen hatte für diese Versammlung, für diese Gruppe. Wisst ihr, im Psalm 132 erzählt David davon, welchen Eifer er hat, das Haus des Herrn zu bauen. Dass er Tag und Nacht nicht ruht, weil er dem Herrn eine Wohnstätte bauen will. Uns als Gebetshaus, Leute, inspiriert das. Und wir denken, ja genau, mit dem gleichen Eifer wollen auch wir diese Orte entstehen sehen, wo der Herr im Lobpreis Tag und Nacht angebetet wird. Es ist erstaunlich, dass ein Psalm weiter eine notwendige Vorbedingung steht, dass dieses Haus, das wir für den Herrn bauen, auch mit seiner Herrlichkeit und seiner Salbung gefüllt wird. Ihr könnt mit mir lesen. Psalm 133. Kommt gleich. Siehe, wie gut und lieblich es ist, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabfließt auf den Bart Aarons.
der herabfließt auf den Halssaum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben in Ewigkeit. Freunde, hier stehen sehr interessante Sachen. Erst geht es freundlich los. Seht, wie lieblich es ist. Es ist für Gott nicht nur interessant, wenn die Christen mal was zusammen machen, sondern es ist lieblich. Er erfreut sich. Es verführt sein Herz. Er hat Wohlgefallen daran, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Aber jetzt geht es noch weiter. Und auf einmal ist interessanterweise die Rede von dem Bart und von den Gewändern Aarons. Wer war denn Aaron? Aaron war der Bruder des Mose und er war der erste der Priester. Das heißt, es spricht von dieser priesterlichen Funktion des Volkes Gottes, in Anbetung vor Gott zu stehen. Aber weißt du, in Anbetung vor Gott zu stehen, aber uneins mit deinem Bruder und in Überheblichkeit und Getrenntheit von deinem Bruder ist schwierig. Und deswegen sagt Gott hier, wo diese Einheit, wo diese Eintracht ist, da ist es wie wohlriechendes Öl, das auf das Haupt, auf den Bart, auf die Kleider herabfließt. Aber jetzt geht's noch weiter. Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions, denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Freunde, gibt es irgendjemanden hier, der Sehnsucht hat, dass der Tau des Segens des Herrn auf Europa fällt wie der Tau auf den Hermon? Gibt es jemanden, der Sehnsucht hat, dass vom Ort des Gebetes, Stichwort Aaron, vom Ort des Gebetes aus neu diese Salbungsströme fließen, dass dieser Tau herabfällt auf unsere Städte, auf unsere Dörfer, auf unsere Nationen? Aber Freunde, Gott hat diesen Segen nicht zufällig in die Welt geschickt, sondern hier steht, dorthin hat er Segen befohlen. Das heißt, da ist ein Plan dahinter. Es passiert nicht zufällig, sondern Gott sagt, ich habe den Befehl erteilt, ich habe den Beschluss festgeschrieben, wo das hier passiert, sende ich meinen Segen. Denn ich habe Wohlgefallen daran, ich liebe das. Was würde denn eigentlich passieren, wenn wir Christen tatsächlich anfangen würden, uns zu lieben und miteinander zu beten? Was würde denn passieren? Na, es würde zum Beispiel das passieren, worum Jesus in Johannes 17 betet, Vater, mach sie eins, damit die Welt erkennt. Das bedeutet, es ist eine Vorbedingung, dass wir eins sind, damit die Welt ihn erkennen kann. Aber noch viel mehr wäre möglich. Ihr Lieben, ich hatte das Vorrecht, das war auch die Gelegenheit, wo ich Avi Mizrahi kennengelernt habe. Ich hatte die Gelegenheit, im September bei einem Treffen von Betern aus dem Nahen Osten dabei zu sein. Und ich habe eine Geschichte gehört, die mich so bewegt und die mich erschüttert und die mich so gefreut hat. Von der Macht des Gebetes in Einheit. Freunde, ich glaube, wir können noch überhaupt nicht ahnen, wir können überhaupt noch nicht ermessen, welchen Segen wir verpassen, weil wir nicht in Einheit beten. Schaut mal, wenn hier steht, dorthin habe ich Segen befohlen, bedeutet das, wenn diese Vorbedingung nicht da ist, kann es sein, dass wir Segen verpassen, der eigentlich für uns da gewesen wäre. Und die Geschichte, die ich gehört habe und die mich unglaublich bewegt hat, war etwas, was Gott in den letzten 2 Jahren in Ägypten getan hat. Viele von euch haben in den Nachrichten verfolgt all die Ereignisse rings um diese turbulenten Wochen, die als der arabische Frühling bezeichnet wurden. Es begann durch Demonstrationen im ganzen Nahen Osten. Und in Europa haben sich alle gefreut, die haben gesagt, jetzt bricht die Demokratie aus im Nahen Osten. Aber das Schockierende ist,
dass in fast jedem Land, wo diese Revolten anfingen, es nachher zum Bürgerkrieg kam oder zu einer Herrschaft von islamistischen Parteien. Und während diesen Wochen des Aufstandes geschah es auch, dass in Ägypten eine radikale Partei an die Macht kam, nämlich die Muslimbrüder. Die Muslimbrüder, das klingt so ein bisschen freundlich, aber das ist nicht so freundlich. Das sind ziemlich harte Kerle. Und in diesem einen Jahr der Herrschaft der Muslime, der Muslimbrüder, hat sich das Klima in Ägypten für die Christen deutlich verschärft. Es gab in verschiedenen Wellen Ausschreitungen gegen Christen. Es wurden insgesamt über 100 Kirchen niedergebrannt. In Ägypten sind viele Menschen verletzt worden, auch etliche gestorben. In dieser Situation ist aber was passiert, was erstaunlich ist. Und zwar, das Volk Gottes hat angefangen zu beten. Freunde, ich glaube, manchmal muss Gott erlauben, dass Chaos in unser Leben kommt oder in unsere Nationen kommt, dass wir lernen zu beten. Und die Christen kamen zusammen zu beten, und zwar nicht nur ein paar, sondern so ein richtig paar. Das sah dann in etwa nämlich so aus. Es gab Gebetstreffen von Tausenden und Zehntausenden von Christen in Ägypten. Doch das noch viel Erstaunlichere als die bloße Anzahl war die Tatsache, wer da alles dabei war. Es waren nämlich diese Leute hier dabei. Die vorherrschende christliche Konfession in Ägypten sind die Kopten. Und in der Vergangenheit gab es nicht so viel Verbindung zwischen Kopten und protestantischen Christen. Aber in dieser Situation sind sie alle zusammengerückt. Es gab gemeinsame Gebetstreffen überall im ganzen Land zu Tausenden und zu Zehntausenden. Und ich habe selbst mit den ägyptischen Christen gesprochen. Und sie sagen, das, was dann passiert ist, sehen sie als eine direkte Frucht dieser Kultur des Gebetes und dieses Zusammenkommen in Einheit. Und was ist passiert? Keiner hätte es für möglich gehalten. Doch im Sommer 2013 ist die Herrschaft der Muslimbrüder friedlich beendet worden. Es ist jetzt nicht so, dass in Ägypten jetzt wunderbare Freiheit und alles wunderbar ist. Aber diese Herrschaft konnte beendet werden, ohne dass ein Bürgerkrieg entstand. Und es ist absolut unwahrscheinlich, weil in allen anderen Ländern hat genau das nicht funktioniert. Freunde, wodurch wird das Volk Gottes eins? Wodurch kommen wir zusammen? Ich möchte den großen Erweckungsprediger Charles Finney zitieren, der im 19. Jahrhundert gesagt hat, "Nothing tends more to cement the hearts of Christians than praying together. Never do they love one each other so well as when they witness the outpouring of each other's heart in prayer." Er hat gesagt auf Deutsch, in der Regel gibt es nichts anderes, was so sehr die Herzen von Menschen zueinander zementiert, als wenn sie miteinander beten. Sie lieben sich nie so innig, als wenn sie Zeuge davon werden, wie einer und der andere ihr Herz im Gebet ausschütten. Ihr Lieben, ich glaube, dass es bedeutsam ist, was heute Abend passiert, und ich glaube, dass es bedeutsam ist, was in dieser Stunde der Geschichte passiert. Ich persönlich träume davon, dass wir nicht stehen bleiben hier, sondern dass Christen überall in unserer Nation und überall in Europa anfangen, rauszugehen aus ihrem kleinen Plan, rauszugehen aus ihren kleinen Vorstellungen und zu sagen, Herr, was ist dein großer Plan, was ist dein Masterplan in dieser Stunde der Geschichte? Was tust du jetzt gerade weltweit? Und wohin soll ich gehen? Herr, soll ich in einen politischen Beruf gehen und dich dort verkündigen? Soll ich als Missionar in ein fernes Land gehen? Soll ich als vollzeitlicher Beter mich in dein Reich senden lassen, in die Gebetsbewegung? Herr, an welche Stelle willst du mich stellen? Und dass wir dann anfangen, zusammenzukommen in Einheit und sagen, Jesus, wir sehnen uns danach, dass dein Wille geschieht wie im Himmel so auf Erden und dass dein Reich kommt auf diese Erde.
Freunde, lasst uns nicht vergessen, wenn wir beten, wenn wir in Einheit beten, dann klinken wir uns ein in das eine größte, mächtigste Gebet des einen großen und mächtigsten Fürbitter. Ich habe euch vorgestern über Psalm 2 erzählt. Über diesen Aufstand der Nationen. Wir wollen keinen König, wir wollen keinen Herrscher. Es geht aber noch weiter, dieser Psalm. Wir haben dann gehört, dass er auch lacht. Aber dann sagt er, den Beschluss des Herrn will ich kundtun. Er sprach zu mir, jetzt spricht Jesus, er sprach zu mir, mein Sohn bist du, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir und ich gebe dir die Völker zum Erbe, die Enden der Erde zum Eigentum. Ihr Lieben, es wird ein Tag kommen, wo dieses Gebet Jesu ertönen wird. Und wo dieses Gebet Jesu in Einklang sein wird mit unserem Gebet von einer Braut Christi aus allen Völkern, Nationen und Sprachen, die sagen, komm Herr Jesus, dein Reich komme, komm, nimm ein deinen Thron. Jesus will nicht ohne seine Braut, er könnte alles alleine machen, aber er liebt es, in Gemeinschaft zu wirken. Und deswegen erweckt er jetzt in dieser Stunde Hunderte und Tausende und Hunderttausende von Menschen auf der ganzen Welt, die sagen, Jesus, wir sehnen uns danach, dass dein Reich anbricht, dass dein Wille geschieht, dass deine Herrschaft kommt. Und wenn seine Braut soweit ist, wird Jesus sagen, Vater, die Stunde ist endlich da. Psalm 133 sagt, dorthin hast du Segen verheißen. Wie groß ist der Segen, wenn seine Braut komplett in Einheit zusammenkommt? Freunde, es geht nicht um das Überspringen von allen Unterschieden und so tun, als wären keine. Ich spreche nicht von einer Ökumene der Vermischungen und ist alles wurscht. Um das geht es mir nicht. Weißt du, worum es mir geht? Mir geht es einfach nur um Liebe, okay? So, Liebe heißt, du bist ganz schön anders als ich, aber ich liebe dich. So, das ist Liebe. Ich habe überhaupt keine Definition und überhaupt kein Konstrukt, wie genau das funktionieren soll mit der ganzen Theologie und den Sakramenten. Sorry, ich weiß es nicht. Aber bis wir die Frage gelöst haben, habe ich eine tolle Idee. Wir fangen schon mal an, uns zu lieben. Wie wär's denn hiermit? Es wäre doch mal ein guter Start. Ja? Und wir fangen schon mal an, miteinander zu beten, denn wir wissen, Psalm 133, dass dorthin der Segen des Herrn fällt. Und dann wird der Tag kommen, wo Jesus sagt, Vater, du hast es mir verheißen im Psalm 2, dass du mir die Nationen zum Erbteil geben willst. Vater, jetzt ist es soweit, meine Braut ist soweit. Und im Einklang mit ihrem Gebet sagt Jesus, Vater, gib mir die Nationen. Und der Vater wird sagen, genauso soll es sein. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das höre, habe ich nur ein Gebet im Herzen und das heißt, danke Herr, danke, dass ich Teil von diesem unglaublichen Masterplan sein darf. Danke, dass ich, kleiner Wurm, Teil in dieser unglaublichen Geschichte sein darf. Und danke, Herr, dass wir einander unterwegs, miteinander unterwegs sein dürfen. Lass uns doch aufstehen und beten. Ich lade das Lobpreisteam ein, auf die Bühne zu kommen.